Ungefähr ein Drittel aller Erwachsenen in Deutschland raucht. Auch Max gehört zu ihnen und bevor er in den Bus steigt, raucht er noch eine Zigarette. Dabei weiß Markus gar nicht, unter welchen Bedingungen Tabak angebaut wird. Jacob Kalivo wohnt in einem kleinen Dorf in Malawi. Er hatte heute seinen letzten Schultag vor den Ferien. Doch das ist für ihn kein Grund zur Freude. Aber warum nur? Seine Familie besitzt eine Tabakplantage in Malawi und die Ernte beginnt. Das bedeutet für Jacob, dass er die ganzen Ferien beim Binden und Packen des Tabaks helfen muss. Im Grunde genommen ist das nichts Neues. Auch nach der Schule muss Jacob arbeiten. Beim Kontakt mit den Blättern nimmt seine Haut das Nikotin auf. Oft wird ihm übel und er kann schlecht schlafen. Jacobs Vater starb auf dem Feld an einer Vergiftung durch das Versprühen der Pestizide. Die Vertreter des Rohtabakkonzerns haben ihm nie den sicheren Umgang mit den Pestiziden erklärt. Damals schwor sich Jacob, dass er niemals Tabak anbauen wird. Doch die Schulden waren zu groß, um mit dem Anbau aufzuhören. Die Jahre vergingen und Jacob wurde selbst zum Tabakbauern. Eines Tages kommt ein Mann von der örtlichen Bauernkooperative vorbei. Er erzählt Jacob von den Alternativen zum Tabakanbau und der Möglichkeit, Erdnüsse anzubauen. Sie lassen sich gut pflanzen und seien zudem nicht schädlich. Jacob ist sich unsicher und erzählt von seinen Schulden. Schließlich erinnert er sich an seinen Vater und entscheidet sich, mit der nächsten Ernte seinen Tabakanbau zu beenden. Die Erdnüsse, die er heute anbaut, verkaufen sich gut und bereiten ihm nicht so viel Arbeit. Dadurch können seine Kinder zur Schule gehen. Und auch Markus hat etwas davon. Er hat mit dem Rauchen aufgehört und eine Tüte Erdnüsse tut's auch.